schwierige Bedingungen durch Dauerregen und Gewitter bei der Fee Oil Mühlviertel Rally 2009. Trotz Hitzerekord am Vortag mussten am Samstag sämtliche Piloten die Regenreifen ausfassen. Manchmal wurde auch noch händisch nachgeschnitten. Schon beim Start waren sich die Piloten nicht sicher, ob sie von der Sicht und von den unvorhergesehenen Streckenverhältnissen überrascht werden. Die extremen Kurven am Sachsenring meisterten die Favoriten jedoch souverän. Für einige der Fahrer wurden aber die Kurven trotzdem zu eng und die Bremswege zu lang. Ja, aber der Vierer hat es wieder passt. Da geht es ein bisschen bergauf und bergab. Da rinnt das Wasser ein bisschen weg. Da haben wir ein bisschen mehr Luft gehabt jetzt mit den Reifen. Bei der Sachsen, da ist ziemlich viel Wasser gestanden. Und wie gesagt, da haben wir einen Dreher gehabt, da haben wir ein bisschen was verloren. Ja, in Summe hat es wieder passt. Und ja, man muss halt richtig dosieren, das ist eigentlich ein bisschen das Problem. Dass man es nicht übertreibt, einfach kommt im Wasser das Problem. Man hat überhaupt keine Ahnung, wo das Wasser auf der Straße steht. Es gibt Aquaplaning zur Genüge und vor allem in uneinsichtigen Kurven kann man das schwer abschätzen. Also man muss da schon ein bisschen mit gehemmten Emotionen fahren und schauen, dass man halt möglichst schnell und doch auf der Straße bleibt. Das Wetter besserte sich erst am Nachmittag und so hatten alle Piloten mit ihren Fahrzeugen fast den ganzen Tag lang die gleichen schlechten Bedingungen. Die hochgehandelten Favoriten zeigten am Anfang des Rennens großes Können, doch war für den einen oder anderen schon bei der dritten Sonderprüfung das grausame Ende gekommen. Ja, das ist eben das Schwierige. Du musst halt wirklich die Augen wirklich nur auf der Straße halten und schauen, dass du die richtige Linie findest, damit du wirklich auf der Straße bleibst und kein Planning hast. Schlussendlich setzen sich doch nach 8 Sonderprüfungen mit einer Gesamtlänge von 112 Kilometer die erwarteten Favoriten durch. In den Abendstunden standen die Sieger dann endgültig fest. Es gewann Franz Sonnleitner mit seinem Co-Piloten Mario Farnberger vor Johann Seiberl mit Co-Pilot Daniel Birkelbauer und Walter Kovar mit Co-Pilot Stefan Langthaler, die den dritten Rang bewegten. Trotz Regens und extremer Witterungsbedingungen eine gelungene Motorsportveranstaltung des THC Mühlviertel Rallye Clubs.